Die Tazkiya ist nicht ein einmaliger Akt, ist kein Prozess, der nur einmal stattfindet und sofort Wirkung zeigt. Die Tazkiya ist ein Dauerzustand, ein langwieriger Prozess, den man pflegen und folgen muss. Es ist interessant, dass wir in der Zeit, in der alles schnell gehen muss, tatsächlich auch diese Illusion haben, dass die Tazkiya ein Instant-Vorgang sein muss. Wie als ob man etwas konsumiert und sofort die Folgen davon wahrnehmen kann und verspüren kann. Wir sehen das besonders in diversen Beispielen. Allah Ta'ala sagt, Inna Salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Das Gebet hält wahrlich von Schändlichkeiten und von Freveltaten ab. Und da meint jemand, der ein, zwei Gebete gebetet hat und sie möglicherweise nur als motorische Handlungen ausgeführt hat, denn das Gebet ist nicht nur eine motorische Handlung. Das Gebet hat einen spirituellen Aspekt, der eigentlich viel größer sein sollte als die motorischen Begleithandlungen. Jemand führt dieses motorische Gebet aus und erwartet dann auch sofort, dass es ihn irgendwie in dieser Perspektive helfen sollte. Oder ein anderes Beispiel, was die ledigen Personen betrifft und angeht, das Fasten. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam empfahl nämlich denjenigen, die nicht in der Lage sind zu heiraten, zu fasten, mit der Begründung, dass es ihre Keuschheit bewahrt und ihnen hilft dabei, ihre Blicke zu senken. Das heißt, es hilft dabei, ihre Triebe zu zügeln, solange sie nicht heiraten kann. Und wenn dann jemand meint, dass er nach einmaligen und zweimaligen Fasten eben diese Ergebnisse erzielt, dann ist das ein großer Irrtum. Das ist ein großer Irrtum. Wir brauchen bei der Erziehung, sei es auch Selbsterziehung, wir brauchen hier Kontinuität in den Handlungen, Disziplin im Plan. Andernfalls kann man sich keine großen Wunder erhoffen.